Ich will wieder auf die Erbuchung, die Vernunft und ihre Feinde. Was macht man denn dagegen? Ja, ich kann Ihnen sagen, was man dagegen nicht machen kann. Man kann dagegen nicht mit Gewalt vorgehen, wenn die Menschen in ihrer Mehrheit, in ihren Köpfen nach der Unvernünftiges beherbergen, kann ich sie ja nicht alle einsperren wie die Chinesen. Ich kann ihnen auch nicht die Köpfe einschlagen wie seinerzeit Stalin oder Hitler. Ich muss damit leben, dass die Menschen unvernünftig sind und der eine in die eine und der andere in die andere Richtung Unvernunft geht. Ich kann nur immer wieder dafür werben, dass eine funktionierende demokratische Gesellschaft letztlich die Vernunft aufbringen lässt, muss unterschiedliche Positionen gelten zu lassen und auch in einer Gesellschaft gleichwohl zu einem gemeinsamen Handeln zu kommen.